Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Medieval Dynasty. Ich habe mich gerade schlafen gelegt und wollte euch zum Winter willkommen heißen. Und da gab es wieder ein Ereignis, ein gefährlicher Sturm. Ein plötzlicher und sehr starker Sturm ist in der Nacht durch das Dorf gezogen und hat einige der Gebäude beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. 2 bis 8 der Gebäude erhalten 5 bis 60% Schaden. Das ist jede Menge. Scheune wurde beschädigt. Einfaches kleines Haus wurde beschädigt. Müssen wir uns vielleicht mal anschauen. So. Oh. Da ist aber richtig was kaputt. Oh, wir haben ja noch gar keinen Winter. Ich dachte, wir hätten schon Winter. Auf jeden Fall haben wir eine neue Na Jahreszeit. Das heißt, es warten wieder Quests auf uns. Und ich wollte euch eigentlich zum Quest machen dazu holen. Aber so wie es derzeit aussieht, müssen wir erstmal ein bisschen Gebäude reparieren. Es ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Dementsprechend könnte der Start jetzt etwas holprig sein. Ich muss erstmal wieder die Tasten gucken. Also Rundholz und Stein. Bretter. Stein. Stein. Da ist auch was kaputt. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine kleine Reparaturrunde, würde ich sagen. Bretter, 6 Stück waren es, glaube ich, ne? 6 und ein Rundholz und ein paar Steine. Ich nehme mal 30, 29 nehmen wir jetzt einfach mal mit. Damit müssten wir schon einiges reparieren können, denke ich. Gehen wir mal hier hin. Oh, genau 6 Bretter, das hat gepasst, sehr schön. So sieht es aus, sie brauchen auch bald einen neuen Bauhammer. Oh, das war's. Mehr ist nicht kaputt. Zumindest nicht an dem Gebäude. Bei den anderen sieht es gar nicht so toll aus. Was brauchen wir hier? Stöcke. Scheune sollten wir auf jeden Fall mal nachschauen. Stand ja im Bericht drin, dass die Scheune beschädigt ist. Dafür brauchen wir Stroh. Und mehr anscheinend nicht. Gut, Stöcke, Stroh. Da scheint auch das Dach kaputt zu sein. Dafür brauchen wir wahrscheinlich auch nur Stroh. Oh, hier scheint auch viel mehr kaputt zu sein. Aber dafür brauchen wir nur Stroh. Dafür brauchen wir nur Stroh. Dafür brauchen wir nur Stöcke. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir nur Stöcke haben. Da unsere Holzfäller nicht allzu effektiv im Stöcke sammeln sind. Stock. Doch, Stock haben wir einiges. Ich habe nicht mitgezählt. Nehmen wir mal 32 mit. Stroh nehmen wir mal wegen 91. Und dann werden wir einmal alles durchreparieren. Und dann schauen wir uns mal die neuen Quests an, die auf uns warten. Wir müssen ja noch einiges an Dynastie-Reputationspunkten sammeln. Da könnten wir mal schauen, wie viel uns noch fehlen. Das weiß ich gar nicht mehr. Oh, wir haben noch eine Fähigkeit. Wo stand denn das? Stand das auf Karte? Ach nee, das war ja eine Quest, ne? Hier müsste das sein. 4845 von 5000. Was haben wir hier für Fähigkeiten? Bei Crafting können wir noch einen Punkt verteilen. Ah, stimmt, hier war alles in Arbeit, ne? Dann Holz- und Steinobjekte. Machen wir doch einfach mal hier ein Holz- und Steinobjekte. Dann kommen wir zumindest schneller Feuerholz craften, sofern die Fähigkeit dann irgendwann mal greift und die Fähigkeit richtig ins Spiel implementiert wurde. Na toll, jetzt ist uns auch noch der Hammer kaputt gegangen, das war absehbar. Dafür brauchen wir noch ein Rundholz. Und eigentlich wäre es cool gewesen, wenn wir es vor dem Winter noch geschafft hätten, ein paar Häuser aufzuwerten, auch Steinhäuser. Aber ich befürchte, das klappt zeitlich nicht mehr. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht können wir noch ein, zwei Gebäude aufrüsten. Da muss ich nämlich nicht so viel Holz sammeln im Winter, da unsere Holzfäller das alleine ja nicht schaffen. Da werden wir auf jeden Fall auch noch, wenn wir neue Bewohner anwerben können, also wenn wir neue Gebäude bauen können, werden wir wohl auch noch eine Holzfällerhütte mindestens bauen.
So, jetzt lass uns doch mal schauen. Da vorne ist ein Ausrufezeichen. Gehen wir mal dahin. Schauen mal, was die von uns wollen. Ich muss gleich mal schauen, ob unsere Ausrüstung komplett ist. Oh, die Jagdhütte wäre auch beschädigt gewesen, sehe ich gerade. So, kann ich dir bei etwas helfen? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Was gibt es Neues, Alwin? Warum Alwin? Bin dabei, auf die Jagd zu gehen, aber mir fehlt immer noch etwas Ausrüstung. Wirst du sie für mich besorgen? Sicher, das wird nicht allzu lange dauern. Oh, da hätten wir nochmal 4 Stroh gebraucht. So, lass uns doch erstmal gucken. Langbogen haben wir. Oh, der hat auch noch 85%. Steinpfeile haben wir einige dabei. Sehr schön. So, wie sieht denn die Zeitquest hier aus? Steinspeere. Können wir Steinspeere überhaupt bauen? Beziehungsweise, wo können wir die bauen? Das weiß ich gar nicht. Können wir die hier in der Jagdhütte bauen? Ansonsten müssen wir gleich mal beim Schmied schauen. Steinpfeile, Eisenbolzen, Langbogen. Naja, müssen wir gleich mal in der Schmiede schauen. Wahrscheinlich werden die in der Schmiede gefertigt. Vermutlich muss ich die aber auch erst freischalten. Ich glaube nicht, dass wir die schon freigeschaltet haben. Ich würde mal hier schauen. Hölzerne Steinwerkzeuge, Steinspieß, das wird wohl gemeint sein. Rundholz, Stein und Leinenfaden. Die müssen wir aber erst freischalten. Technologie, Crafting, Schmiede 2 noch nicht, Schmiede 1 vielleicht. Eisenpfeile, Eisensichel. Hier ist es nicht bei einer Werkstatt. Eisenbolzen. Steinsichel. Ich bin mir nicht sicher, wofür man die Sichel braucht. Schade, dass es hier keine Suchfunktion gibt. Das wäre gerade sehr praktisch. Oder müssen wir die in der Jagdhütte hier freischalten? Das kann natürlich auch sein. Fischerhütte. Jagdhütte 2. Steinerner Spieß ist erst ab Jagdhütte 2. Das heißt, wir können die überhaupt noch nicht freischalten. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Steinspeer, das wird wohl der Steinerner Spieß sein, will ich mal von ausgehen. Gut, dann schauen wir uns mal die andere Quest hier oben an. Das finde ich immer ärgerlich, wenn man Quests bekommt, die man nicht abschließen kann. Oh, da hat ein Holzfäller eine Quest. Muss ich erstmal hinlaufen. Weiß gar nicht, ob wir was zu essen dabei haben. Momentan sieht das mit der Hungeranzeige aber noch ganz gut aus. So, Holzfäller, wo bist du denn? Das wird wohl er hier sein. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich wollte mein Haus renovieren, aber ich habe keinen Bauhammer bei mir. Kannst du mir einen bringen? Na klar, da kannst du meinen haben. Oder auch nicht. Mal. Ein Eisenhammer. Herzlichen Glückwunsch. Den können wir auch nicht herstellen. Gut. Die Quest bei uns im Dorf wird schon mal nichts. Da oben wäre noch eine Quest, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin nach Kostovia. Oh, Hornika ist ganz schön weit weg, aber da können wir auch mal schauen. Dann ist da in Baranica und in Rolnica jeweils noch eine Quest. Aber gut, lasst uns erstmal nach Kostovia gehen. Dann können wir auch einmal kurz 4 Stroh mitnehmen, um die Jagdhütte zu reparieren. Und mal schauen, wahrscheinlich haben wir schon wieder Eier, die wir verkaufen können. Und irgendwie ein bisschen gebratenes Fleisch können wir ja mitnehmen, damit wir unterwegs nicht verhungern. So, dann lass uns erstmal Stroh holen. Und der Rest liegt ja alles auf dem Weg quasi. Stroh. Nee, nicht alles. Stück und keine Ausdauer mehr. Und dann gehe ich hier mal schauen. Eier,
Eier können wir immer alle verkaufen. Hier ausgebratenes Fleisch. Ach komm, dann nehmen wir mal alles mit. So, da vorne gerade das Dach reparieren. Und dann geht es auch schon weiter in Richtung Dorf. So, sehr schön, Dach ist repariert. Können wir den Hammer eigentlich mal wegpacken. Und ich lasse euch jetzt einfach mal dran. Die Wege haben wir jetzt schon länger nicht gesehen, weil ich die immer rausschneide. Könnt ihr jetzt euch ausnahmsweise nochmal die Wege anschauen. In Zukunft werde ich sie dann wieder rausschneiden. Ich habe auch so ein bisschen das Problem, ich komme mit den Folgen nicht so richtig hinterher, mit den Aufnahmen. Eben weil ich so viel rausschneide. Ich will natürlich, dass die Folgen möglichst interessant für euch sind. Deswegen schneide ich langwierige Wege meistens raus. Aber das führt dann ganz oft dazu, wenn wir viele Laufwege drin haben, die ich rausschneide, dass ich hier eine Dreiviertelstunde bis Stunde spiele und nur eine 20 Minuten Aufnahme habe. Und deswegen komme ich nicht immer hinterher. Deswegen werde ich jetzt in Zukunft auch öfter die Wege drin lassen. So, jetzt schauen wir erstmal. Hier ist nochmal eine Quest. Kann ich dir bei etwas helfen? Hast du zufällig Samen bei dir? Ich lege einen kleinen Garten für mich an und könnte wirklich welche brauchen. Ich lasse es dich wissen, wenn ich etwas übrig habe. Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal nach Hause gehen. Aber Samen haben wir, glaube ich, alle da. Das heißt, das sollte kein Problem sein, die Quest. So. Was möchtest du von mir? Kann ich dir bei etwas helfen? Ich brauche die Hilfe eines starken Mannes. Ich werde dafür bezahlen. Betrachte mich als interessiert. Ich muss meine Familie ernähren, aber die Lebensmittel sind verschwunden. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Das sollte nicht sehr schwer sein. Ich bin gleich wieder da. So, dann lass uns doch mal schauen. Kleiner Garten, Zwiebelsamen und Kohlsamen ist ja wohl kein Problem. Und Münder füttern, Fleisch und Beere, das sollte auch kein Problem sein. Dann gehen wir gleich nochmal nach Hause und holen die Sachen mal. So, jetzt lass uns mal schauen. Jagd 3 würde ich erstmal nicht ansprechen. Jagd 3. Du hast beim Sammeln 3. Hast du einen Moment Zeit? Schönes Wetter, plus 5. Dabei plus 2 und das war's für heute. Wie sieht es bei dir aus? Farming 3 und Jagd 3. Ich hatte mal, glaube ich, schon, ne? Ne, haben wir nicht. Gut, dann lassen wir dich mal in Ruhe. So kurz nach Hause rennen, die Sachen holen. Dann haben wir die beiden Quests schon erledigt. Da das der gleiche Weg ist wie eben, will ich den aber ehrlich gesagt wieder rausschneiden. Ich wollte nur kurz gucken, ob gegenüber noch eine Quest ist, aber es sieht derzeit nicht so aus. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder auf dem Weg, die ersten Quests zu erledigen. Ah, da sollte ich vielleicht mal die Quests als aktiv schalten, damit wir die Leute auch wiederfinden. So, die Sachen für den Garten habe ich dabei. Hier einige Samen, die du gesucht hast. Ich hoffe, das hilft. Wunderbar, ich werde sie sofort meinen Gärtner geben. Ich danke dir. Hier, nimm diese Münzen ein paar, und ein paar Samen, die ich noch übrig hatte. Er wird die Samen seinen Gärtner geben. Denke, ihr seid einfache Bauern. Warum habt ihr denn einen Gärtner? So, da ist die nächste Quest. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viele Reputationspunkte wir bekommen haben. Aber es werden wohl nicht allzu viel gewesen sein, würde ich mal von ausgehen. So, das sollte alles sein. 20 Reputationspunkte haben wir bekommen dafür. Wie viel fehlen uns denn jetzt noch? Noch einige. Aber da müssen wir noch einige Sidequests erledigen. So, wir gehen nach Süden, nach Hornica, würde ich vorschlagen. Das ist direkt die südliche Richtung. Und wie bereits angedroht, werde ich euch nicht wegschneiden, sondern werde euch dran lassen. Ganz einfach, damit ich die Folge voll kriege, in dem bisschen Zeit, was ich jetzt noch habe, um weiterzumachen. Ich denke mal, in dieser Folge werden wir auf jeden Fall noch ankommen. Ich
Ich werde wohl keine 5 Minuten brauchen, um da runterzulaufen. Viertelstunde ist die Folge jetzt noch lang. Und 20 Minuten ist ja unser Ziel. So ungefähr, Pi mal Daumen. Wir werden auf jeden Fall in dieser Folge noch ankommen und uns anschauen, was wir denn besorgen sollen. Für die Sidequests. So, Querfeld ein hat natürlich immer das Problem, dass man hier gegen so Felsen stößt, wo man nicht drüber kommt. Geht aber meistens noch immer schneller, als den Weg lang zu laufen. Allerdings habe ich natürlich nicht genug Ausdauer dafür. Ich glaube, den Skill, der die Ausdauer verbessert, den haben wir schon gesetzt, ne? Ich glaube, das haben wir schon voll ausgeskillt. Falls nicht, wird es uns auf jeden Fall auffallen, wenn wir das nächste Mal da in der entsprechenden Kategorie einen Skillpunkt freischalten. Weil ich meine, wir hatten das bereits komplett geskillt. So, mal kurz schauen, dass ich noch auf dem richtigen Weg bin. Ups, zu weit reingezoomt. Ja, doch, ist auch mal der richtige Weg. Hälfte des Weges haben wir ungefähr hinter uns. Ein bisschen aufpassen, dass wir keinem Wiesent in die Arme laufen. Die sind ja leider nicht mehr so leicht zu erlegen wie früher, wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt aber auch nicht besser. Ach Mist, jetzt sind wir echt gestorben. Das ist jetzt aber mal richtig ärgerlich. Dann können wir den Autosave eigentlich mal laden. Mal gucken, wo wir denn ankommen beim Autosave. Hätte vielleicht ein bisschen besser aufpassen sollen auf dem Laufweg. Das ist mir jetzt schon länger nicht mehr passiert. So, das dauert leider immer ein bisschen hier mit dem Laden. Ich hasse das, wenn der Ladebalken voll ist und man trotzdem noch warten muss. Das ist immer extrem nervig. So, wie sieht's denn jetzt aus? Ach, wir haben noch nicht mal repariert und die ganzen Quests noch nicht angenommen. Gut, dann würde ich sagen, ich mache hier doch mal wieder einen Cut und spiele mal so weit, wie wir eben waren. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich habe mal das alte Save-Game geladen, nicht den Autosave. Und anstatt das Gebäude zerstört wurden, ist jetzt ein anderes Ereignis eingetreten. Mann in Strumpfhosen, ein Adliger, war auf der Durchreise durch dein Dorf. Er hat vor deinen Augen seine Geldbörse verloren. Was wirst du tun? Möglichkeit 1, gib es dem Adligen zurück, gibt uns 100 Dynastie-Reputation, minus 5 Stimmung, gibt es deinem Volk, plus 10 Stimmung, verwende es für dich selbst, plus 100 Münzen, minus 15 Stimmung. Ich würde es dem Adligen zurückgeben, ganz einfach, weil ich die Dynastie-Reputation brauche. Stimmung vom Volk ist, glaube ich, noch tragbar. So, das heißt, wir sind jetzt in der neuen Jahreszeit angekommen und diesmal gibt es bei uns im Dorf keine Quest. In Hornica und Gostruvia gibt es welche. Baranica gibt es diesmal zwei und in Denica gibt es eine. Na gut, dann würde ich fast sagen, wir haben die Zeit nochmal zurückgedreht. Wir müssen keine Gebäude reparieren, zumindest nicht übermäßig. So ein bisschen was wird wohl trotzdem kaputt sein. Die Jagdhütte hier. Mal kurz gucken. Ne, doch nicht, das ist doch nicht kaputt. Aber da werde ich auf jeden Fall nochmal nachschauen müssen, wenn wir denn irgendwann wieder zurück sind. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.